Jo, herzlich willkommen zurück. Ja, Prey, ne, soll jetzt halt weitergehen. Und ja, demnächst werden wir dann direkt im Spiel, im geladenen Spiel schon weiter fortfahren. Aber ich wollte es mal gezeigt haben. Die Systemanforderungen sind hier i7 2600K oder FX 8350. Ja, ich habe einen 2600 ohne K, ist aber unproblematisch. Übertakten kann ich nur trotzdem und so weiter und so fort. Ich habe 32 GB RAM und aktuell eine GTX 1060 mit 3 GB, aber das läuft. Und ja, Grafik habe ich jetzt aufgekurbelt ein bisschen. Ich habe einen Kompromiss gemacht aus, ne, Qualität so viel wie geht und FPS. Ein bisschen mehr als 60 hätte ich schon ganz gerne. Einfach weil es geht. Sonst limitiere ich gerne auf 120 FPS und nehme mit 60 auf, so dann ist die Aufnahme meist auch perfekt. Aber gut, so wie bei GTA 5 zum Beispiel sehen wir auch, dass es mit ja, Limit auf 60 Bilder da, dass das auch hinhaut. Und yo, ich schalte die Geschichte hier jetzt mal um. Und ja, weiter geht's, würde ich sagen. Ja, lade ich mal die Geschichte. Das Tolle ist ja an diesem NV-Ink, dass das hier keine Performance zieht mit dem Aufnehmen mit OBS. Ist natürlich sehr nice. Sprich, ich habe hier beim Aufnehmen für YouTube dieselbe Performance, die ich auch ohne Aufnahme hätte. Okay, geringfügig hier jetzt die Facecam, das zieht ein bisschen CPU, aber halte ich für einen nicht nennenswerten. Ja, das zieht nicht so viel, dass das irgendwie nennenswert wäre eigentlich. Das ist ja. Ja, ich zeige nochmal die Einstellungen. Das sind jetzt natürlich eigene Einstellungen. Ich habe von Mittel auf hoch, auf sehr hoch eigentlich erst gestellt gehabt. Das hat mir nicht so ganz gefallen, weil er dann schon in der Szene, wo wir zuletzt waren, halt schon nur 60 Bilder hatte. Und ey, ich wieder hier mit dem Mückenproblem, ne? Verzieht euch, ey. Scheiße, Mann. Und ja, ich wollte schon gern ein bisschen mehr haben, weil falls es doch mal droppt, dann möchte ich gern ein bisschen Luft haben, dass es halt nicht zu komischen Stottereien kommt, die dann tatsächlich im Auge auffallen. Ja, dann bin ich hier beigegangen, hab den Anisotropenfilter halt aufgedreht, weil. Achso, jetzt ist meine Facecam wieder im Weg, ne? So. Hier den Anisotropenfilter auf 16. Wenn ich auf hoch stelle, macht er das hier alles auf hoch und halbe Auflösung hier, SSDO, Reflexion und Oberflächen. Da könnte ich bestimmt noch mehr rausholen. Aber erstmal ist das so voll in Ordnung auf den ersten Blick gewesen. Ich hatte so 80, 90 FPS und damit kann man leben. So, fortfahren. Jetzt wollen wir noch mal sehen, wie es hier weitergeht. Kennt ihr noch die Ladezeiten von dem früheren Teil von Prey? Da muss ich jetzt gerade sagen, das geht eigentlich echt voll in Ordnung im Vergleich. Aber gut, modernerweise haben wir ja auch eine SSD im Rechner, ne? Und ich habe sogar zwei im RAID 0. Das gibt nochmal einen extra Schub. So. Was geht hier ab? Was war das? Ist das hier umgelaufen irgendwie oder? Sind hier schon die ersten Viecher am Start hier? Angst! Notiz. Schläft, wacht auf, stellt Alarm ab. Irgendwer hat mich da beobachtet. Würde ja fast wetten, ich hätte vorher schon irgendwas da aus der Küche nehmen können und hätte es ja einfach durch die Scheibe hauen können, um ja eigentlich ursprünglich den Versuch zu starten, auf die Terrasse zu kommen und wäre dann hier schon gelandet. Kann ich jetzt natürlich nicht mehr ausprobieren. Allerdings habe ich da mehrere Spielstände und die ich laden kann. Kann das dann mal zeigen. Spiel laden. Ja, hier, Apartment, ne?
Also da kann man vielleicht noch mal was versuchen. Das werde ich aber wenn in einer Extra-Folge bringen. Auch in der Hoffnung, dass diese Spielstände nicht überschrieben werden. So. Geht's dann hoch? Da geht's irgendwo hin. So, jetzt schauen wir uns mal, würde ich sagen, erstmal den Rechner an. Tägliche Tests, bla bla bla. Kommentar zu heute Morgen, dies und das. Ihr könnt dann halt einfach auf Pause machen. Programme, was haben wir denn hier schönes? Audioereignisse, Testprogramm von Hinweis. Ich würde fast meinen, wir müssen uns sogar irgendwie hier etwas mehr mit der Story beschäftigen und das lesen und so weiter und so fort, weil Magnetbandlaufwerk. Ja. Okay, da kannst du mich weit hochklettern. Aber erstmal probieren wir das so, weil ich will Action haben. Action pur. Und da der eine Typ uns da voll sabbelt, da zwischendurch anscheinend, irgendwie per Funkgerät, geht das voll klar. Ah Mann, ey, das ist hier wieder so, ne? Ich könnte mir in die Hosen scheißen. Steht eine Tür offen. Kein Passwort gefunden. Hier müssen wir mit Sicherheit irgendwie noch was machen. Möchte ich mutmaßen. Was ist das? Gut, schauen wir uns hier mal um. Wieso geht das einfach auf und springt mir ins Gesicht? Hä? Das ist auch schon so ein Schreckmoment hier wieder. Industriehofzange, Heffi genannt, Standardmodell, bla bla bla, Wartungspersonal. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Soll ich das Ding jetzt zum ersten Mal einsetzen, um irgendwas in den Schädel einzuhauen oder? Leute. Quält mich doch nicht so. Aha, okay. Ist klar. Simulation Soundstage. Dach, meine Etage. Ah, okay. Wir haben Orientierung, oder? Möchte ich meinen. What the fuck? Thank you.
Was geht hier ab, ey? Medikit, aha. Ich mache hier mal so einen Schnellspeicher. So, jetzt gibt das da erstmal ein bisschen Ruhe, ja. Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Alter. Dieses Spiel, ne? Und dann konnte das noch durch eine Glasscheibe durch oder so, wa? Holy shit, ja. Oh, Bluescreen? Has been interrupted, bla bla bla. Naja. Ey, da kriegst du Schweißausbrüche hier. Ja gut, Testanlage. Ich bestätige das mal. Sehe ich das richtig, dass ich hier ziemlich krass verarscht worden bin? Sieht ganz so aus, ne? Der ist am Arsch. Boah. Mann. Ziemlich so erschreckend hier. Oh, ich kann sie hier durch die Gegend schleppen, ne? Auch gut. Ja. Ja, im Dunkeln sieht das Aquarium schicker aus, ne? Da ernsthaft, kriegst Schweißausbrüche, ne? Verdammte Kacke, ey. Tja, gut. Oder auch nicht gut. Da bin ich ja jetzt rein, ne? Mag mich hier noch ein bisschen umschauen. Ich wette, das Passwort hier müssen wir irgendwie organisieren und dann da irgendwas machen. Raumtresor, okay. Kamera wieder, die mich verfolgt hier. Tja. Oh, hätte sein können, dass man das durch Zufall aufkriegt, ne? Wenn ich hier scrolle, gibt dann also mehrere Waffen, auch unterschiedliche.
schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Da steht wieder was zu saufen. Hebelkraft 1, okay. Tragen. Oh nee. Sekt. Shampoos verdirbt den Charakter, sagt man. Pizza. Alter. Lass mich doch zufrieden. Aha. Okay. Ja, soll noch ein bisschen orientieren hier. Das ist zu fest. Verdammte Scheiße. Dass das so gruselig ist, hätte ich mir jetzt aber nicht erwartet gehabt. So, hier kann ich durch. Komme ich wieder hierher. Okay, also heißt es, ich muss eigentlich irgendwo hier durch. Speichern wir den Shit mal nochmal. Und ja. Ist mehr eine Erkundungsfolge dann jetzt, aber na gut, was soll's. Ja, ich speichere hier jetzt nochmal und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Ne? Bis dann.